Verstanden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz normal vegan und heute zu Gast der Andreas. Herzlich willkommen, Andreas. Danke vielmals, ich freue mich. Und so viel kann ich schon sagen, ich starte oft mit dem Intro, dass ich sage, ich freue mich auf meinen Gast. Und heute würde ich noch so ein klein wenig weitergehen, also heute bin ich schon wieder ein bisschen aufgeregt, weil ich mal wieder den Fehler gemacht habe, so im letzten Moment nochmal eben auf deine Webseite zu gehen, nochmal eben auf dein Instagram-Profil zu gehen und nochmal zu erkennen, was du alles schon gemacht hast. Also, Leute, ich teaser es nur mal ganz leicht an. Andreas ist Buchautor, er ist Kolumnist, er ist Minimalist und er ist Megamarschbezwinger. Und das ist etwas, wo wir heute auch auf alle Fälle drüber reden würden. Und das ist sehr, sehr schön, das darf ich jetzt gerade heute sagen, eine Sache verbindet uns auch. Wir sind beide im Beweg-Podcast zu Gast gewesen. Genau. Denn die Folge mit mir ist heute rausgekommen. Und das kann ich auch sagen, der Kontakt zu dir ist nämlich genau über Katrin und Daniel, die wir auf diesem Wege ganz, ganz herzlich grüßen. Zustande gekommen und von daher bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was du erzählst. Für mich, da sage ich dir auch ganz ehrlich, ist es immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Ich weiß dann immer nicht, wie viel soll ich mir den anderen Podcast schon anhören? Was weiß ich dann schon? Viele unserer Gäste aber dann nicht. Stelle ich die gleichen Fragen? Stelle ich ganz andere Fragen? Ich würde sagen, wir lassen uns mal ein bisschen überraschen, aber ich weiß, dass halt auch der ein oder andere, die ein oder andere dabei ist, die auch dich bei Bewegt sicherlich schon gehört hat. Jetzt gibt es zumindest schon mal ein Gesicht mit dazu. Und ich hoffe, dass wir auch so auf ein paar Fragen kommen und auf ein paar neue Sachen kommen, die ihr vielleicht bei Katrin und Daniel noch nicht gehört habt. Aber ich werde natürlich auch die Folge bei Bewegt unten in die Shownotes mit reinpacken. Ich werde das Ganze mit verlinken, sodass ihr auf alle Fälle auch da den Podcast mit Andreas noch hören könnt. Wir starten hier immer mit einem Fragebogen und ich würde sagen, da starten wir auch bei dir mit. Ja, leg mal los. Ich werde mich jetzt erstmal breit trinken. Mach das. Andreas, wo wohnst du? Wo in Deutschland findet man dich? Ich wohne im schönen Friedberg, mitten in der Wetterau in Hessen, quasi im Herzen Deutschlands. Und fühle mich hier auch im Kleinstädtchen sehr, sehr wohl. Sehr, sehr schön. Was machst du vom Beruf? Ich bin von Beruf Polizeibeamter in Frankfurt, mache dort Stabsdienst seit einigen Jahren und befasse mich ja ganz, ganz tief im Kern und schon sehr lange mit dem Thema Kriminalstatistik. Okay. Du wohnst alleine in Frankfurt oder beziehungsweise du wohnst alleine, lebst alleine oder wie ist euer Haushalt so aufgestellt? Ich lebe in einer knapp 60 Quadratmeter Dachgeschosswohnung, besonders sommers zu meiner riesengroßen Freude. Man lernt dort, dass Schweißporen nicht nur bei schweißtreibenden sportlichen Tätigkeiten sehr aktiv sein können. Und zwar lebe ich da mit meiner Freundin seit jetzt mittlerweile 3 Jahren zusammen und haben sämtliche Räume multifunktional gestaltet, kann man sagen. Da kommen wir ja gleich noch drauf, da bin ich sehr, sehr gespannt. Hobbys? Hobbys, ja. Das Laufen, das Wandern zum einen, im Moment verletzungsbedingt ein bisschen zurückgeschraubt, aber zugunsten des Kraftsports war das nicht weiter dramatisch, denn den mache ich auch noch jetzt mit einem höheren Pensum, so 6-mal die Woche ein Stündchen investiere ich da tatsächlich und ansonsten ja das Schreiben natürlich ab und an das Musik machen, wobei die Talente da zwischen meiner Freundin und mir ganz klar verteilt sind. Die musikalischen sind nicht bei mir. Und ansonsten ja, ist das Thema Theater und Poetry Slam auch noch sehr, sehr stark bei mir
in der Aktivitätenliste. Ja, und da steht, glaube ich, in Kürze wieder ein Auftritt an, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Wir haben jetzt nochmal die Chance gekriegt, unsere beiden Einakter, die wir vor einigen Monaten im November aufgeführt hatten, dem Absurden Theater sind beide zuzurechnen, nochmal in Bad Nauheim, also in der Nachbarstadt, aufzuführen, auf Einladung eines befreundeten Theatervereins. Das hat uns selbst riesig gefreut, weil das vorher nicht so üblich war, dass man sich gegenseitig auch auf die Bühne, sondern nur vor die Bühne einlädt, und ist jetzt eine Novität für uns und freut uns riesig, insbesondere, dass aktuell, glaube ich, noch 2 Karten zu haben sind und dann sind wir ausverkauft. Das ist natürlich auch sehr, sehr erfreulich. Aber da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Also da bin ich noch sehr, sehr gespannt, wie du dazu gekommen bist. Sind wir natürlich ein Vegan-Podcast, da möchte ich natürlich wissen, was ist dein veganes Leibgericht? Oh je, da gibt es einige. Also wenn es mal so auf die einfachen Sachen geht, ich liebe einfach ein getoastetes Vollkornbrot mit Tahin und Banane. Da könnte ich mich reinlegen. Es ist völlig abgedreht und simpel, aber diese Gegensätzlichkeiten aus der süßen Banane und dieser bitteren Tahin-Note und ein bisschen Crunch durch das getoastete Vollkornbrot ist großartig. Das sind so diese Kleinigkeiten, die ich liebe. Und ansonsten, ja, ich finde Pasta großartig. Es gibt so eine schöne vegane Käsesoße aus Möhren, Cashew und Kartoffeln. Da könnte ich mich reinlegen. Und wann immer meine Tochter zu Besuch ist und sich was wünschen darf, dann wünscht sie sich genau das. Das ist eine Win-Win-Situation. Absolut, das hört sich natürlich großartig an. Was gibt es dann dazu? Also ich meine, das ist ja dann schon eher eine Käsesoße, aber das heißt, ihr macht das so ein bisschen dann Richtung Mac and Cheese. Die Nudeln. Genau. Also, okay. Genau. Ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das ist also eine wunderbare Sache. Wie lange lebst du schon vegan? Ich hatte Ende 2013 den Entschluss gefasst, dass ich was in meinem Leben ändern möchte. Und dann hat so ein halbes Jahr gedauert und dann wurde ich versehentlich eigentlich vegan. Das war überhaupt nicht mein Ziel gewesen. Ich wollte nur meinen Fleischkonsum reduzieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, der Fleischkonsum ist irgendwie nicht weit entfernt von meinem massiven Milchproduktekonsum. Und dann habe ich den auch noch reduziert. Und dann nach einem halben Jahr war ja so die Rückkehr zum Sonntagsbraten schon eine ganze Zeit etabliert. Und da habe ich gesagt, na gut, einmal in der Woche Fleisch essen, naja, das macht es jetzt auch nicht aus. Habe ich das auch gestrichen und dann war nur noch der Käse übrig. Und wie bei vielen, glaube ich, war der Käse... Der Klassiker, ja. Und den habe ich irgendwann auch weggelassen und festgestellt, mir fehlt nichts, ich vermisse nichts. Und so bin ich jetzt seit, ich glaube, Juli 2014 lebe ich jetzt vegan. Und es geht. Es geht auch in Form von Leistung, Kraft, Sport. Du hast es ja schon angesprochen, aber gerade dazu hatten wir ja vor ein paar Wochen die Linda Blankemeier hier zu Gast, die im Prinzip als ja, deutsche Meisterin im Bodybuilding, also auch da ganz klar nochmal bewiesen hat, dass es auch so auf veganem Wege wunderbar geht, Muskulatur aufzubauen. Und dass du leistungsstark bist, ja, da werden wir heute an verschiedenen Stellen ja noch dazu kommen. Ich habe eine Abschlussfrage hier im Fragebogen immer, welches Klischee, welches Vorurteil gegenüber vegan lebenden Menschen nervt dich am meisten? Oh, da gibt es so viele, wie du aus persönlicher Erfahrung vermutlich weißt. Ich glaube, am meisten nervt mich tatsächlich die Frage, wenn du vegan lebst, warum musst du dann solche Fake-Schnitzel oder Fake-Buletten und Fake-Würstchen essen? Und mich regt gar nicht auf, dass die Leute das fragen. Mich regt auf, dass sie eine Antwort erwarten, die sie sich eigentlich selbst geben könnten. Also das sind alles so nachgeplapperte Fragen, wo ich mir einfach sage, ich unterhalte mich mit intelligenten Menschen, die mit ein bisschen Nachdenken auch selbst auf ganz, ganz viele Antworten auf diese, ja, eigentlich nur scheinbare Frage kommen würden. Weil eigentlich ist es ja keine Frage, wenn man ganz ehrlich ist.
Eigentlich dient es ja nur dazu, den anderen so aus der Reserve zu locken. Und das ist eigentlich unnötig. Völlig unnötig. Absolut. Ich habe mir, gestern kam bei mir auch irgendwie diese Frage nochmal hoch. Ich glaube, genau, ich hatte gestern die Shownotes für die letzte Folge gemacht. Und das war nämlich genau die gleiche Situation. Und da habe ich es dann nochmal wieder gehört. Und ich denke, ja, diese Frage kann sich jeder selber beantworten. Warum wird diese Frage gestellt? Aber vielleicht genau aus dem Grunde, den du gerade genannt hast, den anderen ein bisschen provozieren, aus der Reserve locken, mal schauen, was für eine Antwort kommt. Ich meine, meine Lieblingsantwort ist natürlich, warum, wenn mich jemand fragt, warum ich vegane Schnitzel esse, weil wir es können. Aber gut, natürlich ist es aber auch interessant, einfach mal zu gucken, ja, was steckt dahinter? Also ich antworte mittlerweile fast standardmäßig drauf, dass viele Leute den Fleischkonsum nicht ablehnen, weil es ihnen nicht geschmeckt hätte. Und wenn du dann ein Derivat hast, was all die Geschmackserlebnisse, zumindest aus der Erinnerung raus, bei den meisten Sachen braucht man einen gewissen Abstand zum Original, damit tatsächlich das Fehlende dadurch ersetzbar wird. Aber das ist ja genau der Punkt, dass viele Menschen aus Tierschutz und nicht aus Geschmacksgründen sich für eine vegane Ernährung entscheiden. Und da ist ja absolut legitim zu sagen, hey, alle haben Schnitzel, warum soll ich nicht auch meinen Schnitzel dabei essen und ich tue nicht mal jemandem weh? Also heute Mittag hatten wir im Büro beispielsweise von einem Kollegen Wildschweinsalami mitgebracht bekommen und Brötchen. Die Brötchen waren sehr, sehr köstlich und ich habe mir dann so eine Fake-Chorizo aus Seitan mitgebracht und ja, war genauso glücklich, bin ich aufgefallen. Der ein oder andere hat sogar probiert und nicht gemeckert. Also was kann man denn Schöneres sich wünschen? Ja, absolut. Ich glaube, dass Wobei, ich frage dich einfach mal, hast du auch das Gefühl, dass die Leute offener werden? Ja, absolut. Also nicht nur, dass die Leute offener werden. Ich arbeite ja nun mal in einem Beruf, dem man so eine gewisse konservative Note gerne zuspricht. Jetzt mag es im Stabsbereich vielleicht nochmal ein bisschen anders sein. Aber ich habe... Ja, also ich glaube, vor 10, 15 Jahren gab es A, keine Pflanzenmilch bei uns in den Kühlschränken. Und jetzt hat man so das Gefühl, wenn jemand Kuhmilch sucht, muss er schon sehr, sehr lange suchen und auch viel Glück haben. Also dieser ganze Kühlschrank ist eigentlich nur mit Pflanzenmilch voll. Und wenn man dann mal so durch die Regale schaut, was die Kolleginnen und Kollegen so alles mitbringen, also bestimmt die Hälfte davon ist dann Hummus und da liegt mal ein Tofu drin. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und das sind alles keine Veganer. Das sind halt einfach Menschen, die sich sagen, hey, das ist eine schöne Chance, meinen Speiseplan zu bereichern mit was ich sonst nicht hätte. Und wenn es dann noch gesund ist, der Umwelt gut tut, Tierleid vermindert, hey, dann ist das doch ein riesiger Gewinn und schön, das zu beobachten auf jeden Fall. Da bringst du mich jetzt gerade auf eine Bonusfrage, die ich eigentlich noch nie gestellt habe, aber du hast es jetzt gerade so ein bisschen mit reingebracht. Was ist dein Lieblings-Tofu-Gericht? Wie bereitest du Tofu am liebsten zu? Denn das ist ja oftmals das, was gerade die noch so ein bisschen im Umschwung sind, wenn die das erste Mal Tofu essen, oftmals völlig naiv drangehen, diesen weißen Klumpen, sage ich mal, womöglich noch einfach nur in Stücke schneiden und versuchen, kalt zu essen, wo wir beide wissen, da ist jetzt nun mal nicht relativ, da ist kein Geschmack dran. Das können wir auch so auf den Punkt bringen. Man muss es natürlich ein bisschen zubereiten. Genauso hole ich mir aber auch, oder habe ich mir früher nicht das Hähnchen geschnetzelt aus der Packung genommen, habe es roh, ohne es zu salzen, ohne es zu pfeffern, ohne es anzubraten, gegessen. Nichtsdestotrotz ist es so, wie bereitest du Tofu am liebsten zu? Da hast du jetzt eine Frage gestellt, bei der ich dich bitten muss, mir ein paar Minuten Zeit einzuräumen, weil dadurch, dass ich ja Plastikmüll spare, ist Tofu mein Riesenfreund, wenn es darum geht, meinen Eiweißhaushalt zu decken. Das heißt, ich esse viel Tofu, entsprechend habe ich auch ganz, ganz viele Zubereitungsarten, die in meiner täglichen Ernährung
naja, täglich vielleicht nicht, aber in meiner wöchentlichen auf jeden Fall drin sind. Ich kaufe überwiegend tatsächlich den Räuchertofu, weil der per se schon mal ein bisschen Geschmack mit sich bringt. Jetzt, was ich gestern Abend oder vorgestern Abend gegessen habe, was mir immer wieder Spaß macht, ich nehme so einen Gurkenhobel und dann hobel ich den ganz fein. Das braucht ein bisschen Zeit natürlich. Und dann kommt der, so wie er ist, in diesen ganz, ganz dünnen, feinen Scheiben. Das erinnert dann so ein bisschen an Bratenfleisch ganz in der Ferne, so von diesem Zungenerlebnis auf jeden Fall. Die Räuchernote kommt dir natürlich auch zu Pass. Dann kommt ein bisschen Gürkchen oder Paprika drauf und eine leckere vegane Mayonnaise. Und dann ist das einfach ja ein großartiges Brötchen, was man futtern kann. Was man an dieser Stelle immer nochmal, und das hast du gerade so schön gesagt, du hast das mit einem Gurkenhobel gemacht, alleine die Form zu verändern, verändert oftmals auch den Geschmack. Absolut. Eine Möhre, die ich am Stück habe, schmeckt anders, wie wenn ich dicke Scheiben habe. Und eine ganz liebe Freundin von mir, die macht ein hervorragendes Dahl, Linsendahl. Und da macht die Möhrenscheiben ganz hauchdünn damit rein. Wieder ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Probiert das einfach mal aus mit verschiedenen Gemüsesorten, aber halt auch mit dem Tofu. Also was auch super lecker ist, das ist so unser Sonntagmorgen-Tofu-Frühstück. Wir machen auf der einen Seite so einen Rührtofu. Da nehme ich tatsächlich dann einen nicht geräucherten, zerkrümel den mit meinen Händen. Dann kommt ein bisschen Kurkuma für die Farbe rein. Dann wird er knusprig angebraten in ordentlich Olivenöl. Und dann kommt zum Abschluss nochmal so ein kleiner Schuss Wasser rein und dann wird er ein Stückchen sämig, erinnert dann ganz, ganz fern an Rührei, schmeckt großartig und dazu dann entweder ganz dünn geschnitten in Scheiben, auch ein Räuchertofu, den wir kross anbraten, aber auch wirklich in viel Olivenöl und mit ordentlich Energie und ein paar Mal wenden, dann wird er schön kross. Oder wir schneiden ihn in ganz, ganz feine Würfel und dann wird er damit angebraten und dann hat man so ein kleines Speckerlebnis. Also da sieht man schon, man muss nicht den Verzicht vollständig üben auf liebgewonnene Gewohnheiten. Aber ich vermute mal, eine kleine Prise Kalanamak macht ihr auch noch mit dran. Ja, ja, klar. Aber das war so ein bisschen das Geheimnis, was ich über viele, viele Monate erst bei uns rauskristallisiert hat. Wir haben den früher immer beim Braten dazu gemacht und dann ist dieses ganze Schwefelaroma ruckzuck weg gewesen. Und mittlerweile kommt das halt wirklich an den Tisch. Mit Pfeffer ist ja dann für die Kombination mit Kurkuma auch eine tolle Sache. Und dann wird der unmittelbar vorm Verzehr drüber gegeben und dann hat man natürlich noch mal so ein kleines Ei-Plus-Gefühl mehr. Absolut. Wenn du jetzt sagst, dass du 2013 eigentlich dieser Umbruch angefangen hat, da sicherlich eine Zeit, wo beim Discounter noch nicht 27 Sorten unterschiedliche Pflanzenmilch im Regal standen, wie hast du dich da so ein bisschen reingearbeitet? War das jetzt wirklich nur auf Fleisch verzichtet, dann auf die Milchprodukte verzichtet? Oder bist du dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so jetzt setze ich mich bewusst damit auseinander, was kann ich womit ersetzen? Welche Rezepte kann ich vielleicht irgendwo noch finden? Wie war das bei dir? Also ich habe viel im Internet tatsächlich recherchiert und geschaut, was machen denn die anderen? Manches übernommen, vieles verändert. Mein ursprünglicher Plan war ja parallel gewesen, noch Plastikmüll zu sparen. Und das war natürlich dann mega herausfordernd und auch ein Stück weit enttäuschend, weil wenn ich an die Fleischtheke gehe und mein eigenes Behältnis mitbringe, damals zumindest, dann habe ich halt ohne Plastik mein Fleisch einkaufen können, ohne Plastik den Käse einkaufen können. Und das konnte ich dann halt mit den veganen Sachen erstmal nicht. Das war echt herausfordernd und ich habe dann vieles angefangen selbst zu machen. Ich habe meine Pflanzenmilch selbst gemacht, ich habe auch meinen Tofu selbst gemacht, habe dann auch mit Lupinen experimentiert, war ein bisschen zeitaufwendig, hat aber auch Spaß gemacht auf der anderen Seite, wenn auch manche Sachen aus Lupine eher freundschaftsgefährdend waren, wenn du sie anderen angeboten hast, aber man hat ja draus gelernt, aber heute bin ich halt mega froh drüber,
dass es teilweise auch Supermärkte gibt, wo du deinen Tofu so einpacken kannst, ohne dass es verpackt ist. Das ist eine schöne Sache, wobei ich mir auch natürlich im Klaren drüber bin, der Tofu wird auch nicht von denen irgendwo in der Biomarktküche gemacht. Der kommt halt auch in einem plastikverpackten Kilogebinde daher. Aber das ist immerhin ein bisschen weniger, als wenn ich 4 250 Gramm Blocks vollständig verpacken muss. Absolut. Aber das ist dann aber wahrscheinlich schon eher der Biomarkt, der das offen anbietet. Oder ist es, weil ich, gut, wir machen jetzt hier keine Werbung, aber generell beim Discounter oder sowas, die können sowas natürlich nicht bieten. Nee, also jein. Es gibt natürlich Vorreitermärkte, die da ganz intensiv auch an der frischen Theke mit veganen Produkten arbeiten. Ich habe leider hier in der Nähe keinen, aber in Rottgau, das sind so 60 Kilometer von hier, glücklicherweise da, wo die Eltern meiner Freundin herkommen, da gibt es einen Rewe-Markt tatsächlich, der da Vorreiter ist, der jede Menge vegane Produkte in der frische Theke drin hat, die man sich dann mit seinen eigenen Behältnissen auch abfüllen kann. Ja, und es muss natürlich solche Märkte geben, wo das funktioniert, damit andere merken, das ist ein Markt, der auch bedient werden kann. Ja, auch hier vielleicht jenseits der Großstädte, wobei ja, gut, ich meine, auch keine Großstadt ist, ja. Rewe ist da ja schon durchaus ein Vorreiter. Die haben ja mit diesen frischen Theken letztes Jahr, glaube ich, angefangen. Und genau. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Die werden dieses Jahr sicherlich irgendwann mal einen Strich darunter ziehen und werden gucken, inwieweit das funktioniert hat. Und dann werden wir sehen, ob es vielleicht noch mehr Rewe-Märkte gibt, die das dann Ganze ausbauen. Und natürlich, welche anderen Anbieter es dann vielleicht auch kopieren. Was in diesem Fall ja sehr wünschenswert wäre. Jetzt müssen wir das Ganze vielleicht auch mal so zeitlich ein bisschen einsortieren. Du bist 2013, 2014 war dieses Umdenken bezüglich der Ernährung. Jetzt hast du mehrmals schon angesprochen und ich habe es ja schon angeteasert, wir werden heute auch über Minimalismus reden. Wir werden darüber reden, dass du in vielen Bereichen deutlich zurückgefahren hast, dich weiter eingeschränkt hast, dich auch mit diesen Themen wie Plastikmüll auseinandergesetzt hast. Kam das später? Kam das vorher schon? Wie ist da so ein bisschen der zeitliche Ablauf bei dir? Also das Thema Plastiksparen, das war tatsächlich der zündende Funke für alles, was darauf gefolgt ist. Mein Primärziel war, ich wollte meinen Müllverbrauch deutlich reduzieren. Und wie bin ich dann auf das Thema Veganismus gekommen? Naja, das fing erstmal damit an, ich hatte da natürlich auch schon Kraftsport gemacht. Wer Kraftsport macht, braucht viel Protein. Also habe ich jeden Mittag so einen Pfund Quark gegessen. Und dann dachte ich mir, wow, du hast halt jeden Mittag so eine Plastikverpackung. Das muss doch auch anders gehen. Dann habe ich angefangen zu schauen, wo kriege ich denn vielleicht Quark in einem Glas. Ja, das war dann ein Hersteller am Bodensee. Toll, das ist ja nicht praktikabel. Dann habe ich angefangen, meinen Quark selbst zu machen und festgestellt, dann musst du deinen Job kündigen, weil du mehr Zeit mit dem Selbstmachen verbringst, als das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, ja, dann könnte ich das selber auch mit Müsli machen. Hast halt ein bisschen mehr Kohlenhydrate, musst ordentlich von futtern, bis du damit deinen Proteinbedarf gedeckt hast, sparst du halt an andere Ecke wieder ein. Dann hat das funktioniert. So, und über den Weg habe ich mir dann Gedanken gemacht, boah, fehlt dir jetzt irgendetwas, was da drin ist, was du durchs Müsli nicht bekommst? Und dann habe ich geschaut, was bedeutet denn das in der Milchviehwirtschaft? Was für Konsequenzen hat das? Dann kam ich zu diesem in meinen Augen immer noch angesichts von 800 Millionen hungernder Menschen völlig irrsinnigen Verhältnis, dass du irgendwo je nach Berechnung 4 bis 16 Gramm Nahrungsprotein in so einen Rind reinfutterst, damit du dann 1 Gramm Nahrungsprotein rausbekommst. Und dann bin ich irgendwann an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt kannst du es kognitiv für dich nicht mehr bejahen, noch Milchprodukte zu dir zu nehmen. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich dann auch schon lange so gewesen, dass ich für mich festgestellt habe,
Nein, dein Verstand erlaubt dir jetzt eigentlich gar nicht mehr Fleisch zu essen, weil du jetzt so viel Wissen dir angeeignet hast, was von jeder Seite schreit, das ist völlig unsinnig, was du da tust. Das ist kein Verhalten, das du auf 7, 8 Milliarden Menschen hochpolieren kannst, mit der eine Welt noch funktioniert. Ja, und ich wollte mir nicht in dem Bereich, den ich selbst eigenverantwortlich steuern kann, diesen riesengroßen Anteil einfach einverleiben. Und dann habe ich versucht, mich zu reduzieren. Und so begann das über Plastik und Veganismus und mein Verständnis von Minimalismus, sich immer weiterzuentwickeln und entwickelt sich noch immer. Und an dieser Stelle habe ich eine Frage tatsächlich im Fragebogen übersprungen. Die sollten wir jetzt nachholen. Wie alt bist du? Ich bin 46. 46. Machst das Ganze seit 2013, also ich sage mal gute 10 Jahre. Jetzt warst du ja mit 36 ein erwachsener Mann mit einer gewissen Lebenserfahrung. Wo würdest du sagen, waren für dich nochmal so Momente, erleuchtende Momente, wo du gesagt hast, ja, da habe ich jahrelang nicht drüber nachgedacht. Ich habe diese Momente die ersten Jahre täglich gehabt. Wirklich täglich. Weil das waren so viele Sachen gewesen. Wir springen jetzt kurz mal thematisch. Das Thema Konsum. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich mir gefühlt, jedes Jahr einen neuen Rechner gekauft, um dann doch nicht mehr damit zu machen, als zu schreiben. Und das sind halt solche, weißt du, da hast du so eine Tabellenkalkulation drauf. Ja, die läuft auch nicht schneller, nur weil du jetzt einen neuen Chip und einen größeren Arbeitsspeicher hast. Und diese Irrsinnigkeiten beispielsweise, die schlagen dann wie jemand mit einer Keule hinterrücks plötzlich auf deinen Schädel. Und du sagst dir, wow, warum hast du das früher noch nicht hinterblickt? Du hast so viel Geld ausgegeben, um danach genauso leistungsfähig oder genauso wenig leistungsfähig zu sein, wie du es vorher auch warst. Ja, ich meine, an der Stelle ist in der Regel der Mensch das Problem, nicht der Rechner, nicht die Software, die ist schnell genug. Und ob die denn dann jetzt in 100 Millisekunden ein Problem löst oder in 200 Millisekunden, das ist jetzt eigentlich, ja, ist es nicht wert, ich sag mal, dafür jetzt A, Geld auszugeben und B, natürlich auch Ressourcen zu verbrauchen. Aber 2013 dann eine spannende Reise, die an der Stelle ja, ich sag mal, dann nochmal richtig losging. Warst du da schon Vater? Ja, ich habe damals schon zwei Kinder gehabt, die aber getrennt von mir gelebt haben. Mittlerweile sind sie beide erwachsen. Und ja, das Lustige sind halt dann immer die Besuche gewesen, die dann Wochenends damals noch bei mir oft an der Tagesordnung lagen, wo dann so ein Stück weit eine andere Welt, glaube ich, auch betreten wurde. Plötzlich gab es beim Papa kein Fleisch mehr, es gab keinen Käse mehr. Und ja, ich weiß noch, da waren meine Kinder allerdings beide schon erwachsen. Da waren sie mal zu Besuch, beziehungsweise die haben beide einen Schlüssel für meine Wohnung und sagten dann: Ah, Papa, wir haben dir auch was dagelassen. Und ich dachte so: Was meinen Sie denn jetzt? Ja, dann kam ich halt zurück und dann haben sie demonstrativ ihren Plastikmüll bei mir auf dem Küchentisch zurückgelassen. Und ich dachte, toll, das ist der erste Plastikmüll jetzt diesen Monat und ich habe ihn noch nicht mal selbst verschuldet, nur indirekt, weil ich die Belger gezeugt habe. Trotzdem nochmal, und das war eigentlich so der Grund für die Frage, hat sich dadurch, dass du jetzt ja Kinder hattest, auch dein Blick verändert, dass du halt gesagt hast, naja, mit der Plastikflut, mit der wir leben, du hast es im Prinzip an diesen Quarkbecher festgemacht, aber hat das da schon eine Rolle gespielt? Ich meine, dass du da heute sicherlich drüber nachdenkst, was wir späteren Generationen hinterlassen, das ist klar, dafür setzt du dich da sehr intensiv mit auseinander, werden wir drüber reden, aber inwieweit hat das schon eine Rolle gespielt? Also diese individuelle Sicht, die habe ich tatsächlich nie gehabt. Also mir ging es nie darum,
meine Welt meinetwegen zu verändern oder meine Welt zu verändern, damit meine Kinder und deren Kinder in einer besseren Welt leben. Also das wäre eine viel zu enge Sicht. Dann könnte ich einfach nur ganz viel Geld hier in die Infrastruktur investieren und dann hätte ich für meine Kinder und Kindeskinder auch was Gutes getan. Also darum ging es mir nie. Mir ging es tatsächlich immer um das Globale. Mir ging es immer darum, meinen persönlichen Fußabdruck im Sinne einer Vorbildfunktion für andere so weit zu reduzieren, dass ich sagen kann, okay, jetzt habe ich zumindest den Anteil, den ich selbst verantworten kann, so weit reduziert, dass ich mit einem guten Gewissen den anderen 7.999.000.000 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Menschen gegenübertreten kann und sagen kann, hey, ich habe alles versucht, versucht auch was. Da ist es dann aber jetzt spannend. Dann nimm uns mit, wie bist du von dem Quarkbecher zu dieser Erkenntnis gekommen? Weil dieser Quarkbecher, der war noch bei dir in der Küche. Das war noch im Prinzip deine ganz persönliche Sache. Aber bis hin zu dieser Denkweise, naja, das, was ich hier mache, hat aber eine Auswirkung für die ganze Welt. Ja, auch der Quarkbecher war ja letzten Endes Sinnbild dieser Erkenntnis gewesen, dass du mit so vielen Menschen, die Hunger leiden, was letzten Endes auch einer Nahrungsmittelverteilung geschuldet ist, die einfach ungerecht ist. Dieser Becher ist halt ein Symbol auch dafür. Ja, und ich kann, wenn ich weiß, dass in den Ländern, wo mein Soja, mein Weizen herkommt, was ich dem Rind verfüttere, wenn ich weiß, dass die Bevölkerung dort sich das gesunde Essen gar nicht mehr leisten kann, weil das alles in den Mägen unserer Rinder verfüttert wird, dann muss ich dafür Verantwortung übernehmen. Und natürlich kann ich mich auch hinstellen und kann sagen, ja, ich weiß darum, ist mir egal, Fleisch schmeckt mir, ich lasse das. Aber dieser Typ bin ich einfach nicht, weil ich meinen Geschmack nicht über das Wohl auch nur eines einzelnen Menschen stellen kann. Das ist einfach kein Konzept, was funktionieren kann. Funktioniert ja offensichtlich auch nicht. Absolut. Und ich meine, an dieser Stelle, du hast es schon angesprochen, wir müssen gerade, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, die noch omnivor unterwegs sind, gerade dieses Gespräch da suchen, der Veredelung, wo im Prinzip Getreide umgewandelt wird ja letztendlich in Tiere, was aber letztendlich in keinem vernünftigen Verhältnis steht. Und wir müssen von dieser Denkweise weg, die leider draußen ja noch wahnsinnig kursiert, dass wir vegan lebenden Menschen den Regenwald aufessen. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen sprachlich, weil du gerade das Thema Veredelung genannt hast, also eigentlich ist es ja keine Veredelung, wenn ich aus 4 Pflanzenproteinanteilen einen Fleischproteinanteil mache. Man müsste es eigentlich eine Verwässerung nennen. Also ich verwässere pflanzliche Nahrungsmittel. Und das ist ja genau das, was passiert. Ja, also ich habe, jetzt nehmen wir gerade hier die Kombination Soja-Weizen, das ist ja beides, was Rindern verfüttert wird. In der Kombination habe ich ein wahnsinnig hochwertiges Proteingemisch damit. Also ich gewinne ja noch nicht mal letztlich was. Absolut, aber es ist einfach so in der Denkweise vieler Menschen da draußen, und darum halt auch diese Begrifflichkeit. Ich sehe es natürlich mittlerweile auch nicht mehr als Veredelung, sondern als absolute Verschwendung. Ich sage immer, gib einem 7-Jährigen 7 Euro-Münzen, einzelne Euro-Münzen und mach ihm dann den Vorschlag, pass mal auf, ich gebe dir eine Euro-Münze zurück, aber die habe ich besonders schön poliert. Dafür gibst du mir die 7 zurück. Da sagt er, du hast ja alle Latten auf dem Zaun. Aber wir machen es, wir verfüttern kiloweise Fisch, um denn dann einen anderen Fisch, einen Lachs, zu haben. Was macht das für einen Sinn? Wir schütten Unmengen an Soja, an Getreide in Tiere, um denn dann wieder eine kleinere Menge zu haben. Das Ganze macht doch keinen Sinn. Und das während außerhalb des Zauns aktuell 800 Millionen Menschen stehen und sich denken, jo, das Soja, das Getreide hätte ich auch futtern können.
Absolut. Ich habe irgendwann mal ausgerechnet, boah, ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz in den Kopf, aber ich glaube, unterm Strich war es, wenn all das Getreide, was im Moment in Tiere verfüttert wird, zu Brot verbacken würde, das war jetzt die damalige Berechnung, das ist jetzt 5, 6 Jahre her, da könnte man jedem Hungerleidenden ein Laib Brot pro Tag zur Verfügung stellen. Und das ist einfach verrückt. Also ohne dass alle anderen Hunger leiden müssten, weil wir würden ja von den pflanzlichen Proteinen genauso satt wie von dem tierischen Protein, könnten wir die anderen 800 Millionen auch noch sättigen. Und das ist ja erschreckend Ja, eigentlich. das ist ja immer auch das, was auf Social Media gerne geteilt wird. Wie können wir es schaffen, all diese Nutztiere, die Tiere, die wir ausnutzen, zu füttern, aber es umgekehrt nicht hinbekommen, die Menschen satt zu kriegen. Und das ist, da muss aber viel passieren. Bei dir ist ja viel passiert. Du hast dich da mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ab wann bist du angefangen, das Ganze auch nach außen zu tragen? Ich meine, erstmal war es ja wahrscheinlich eine ganz persönliche Sache. Es ist vielleicht in der Familie passiert. Du grinst schon. Ich bin gespannt, wie hast du es nach außen getragen? Ja, tatsächlich sofort. Ich hatte ich glaube, Dezember 2013 habe ich Werner Bothes The Plastic Planet gesehen. Und das war so der Initialfunke, wo ich mir dachte, boah, so viel Plastik, Umweltverschmutzung, die mit einhergehen, persönliche gesundheitliche Gefahren, die damit einhergehen. Du musst was verändern. Und dann kam so eine Impulsreaktion, die mich völlig überfordert hatte. Ich stand dann in der Küche und wollte alles, was aus Plastik ist, irgendwie loswerden, was natürlich völlig utopisch war und gar nicht funktionieren konnte. Und dann habe ich mich bereits im ersten Monat dafür entschieden, dass ich einen Blog starte, Plastic Diary. Hieß der, und einmal im Monat das, was ich verändert habe, in diesem Blog dokumentiere. Und damit habe ich halt zwei Hoffnungen verknüpft. Die eine Hoffnung, das war die persönliche. Ich wusste, dass ich so ein großes Bedürfnis an Harmonie habe, und damit meine ich nicht zwischenmenschliche Harmonie, sondern zum Beispiel, wenn ich eine Serie an bestimmten Handlungen begehe, dann möchte ich, dass diese Serie nicht abreißt. Und wenn ich jeden Monat zu etwas schreibe, was ich verändern möchte, und habe dann 7 Monate am Stück gemacht, dann möchte ich, dass auch der 8. Monat passiert, weil ich diese Lücke nicht ertrage mental. Das hat auch funktioniert. Ich glaube, 72 Folgen waren es dann in der Reihe gewesen, bis ich gemerkt habe, jetzt sind die Veränderungen nur noch so kleinschrittig, dass ich eigentlich nicht mehr einmal im Monat was erzählen kann. Und ab dem Moment habe ich das halt mit meinem Künstlerblog verschmolzen. Das ist jetzt noch auf andreas-arnold.net zu finden, wenn man Plastic Diary eingibt. Ist nicht ganz so geordnet, wie es sein könnte, aber wer sich reinlesen möchte, kann das dort tun. Und der zweite Effekt war natürlich, dass ich die Hoffnung hatte, das liest doch irgendjemand. Der kann dann drüber schmunzeln, was ich alles verbockt habe. Der hat aber vielleicht auch den einen oder anderen Effekt, wo er sagt, hey, das könnte ich auch mal ausprobieren. Und im besten Fall probiert derjenige das aus und bleibt dabei. Und das ist gut. Und das ist genauso passiert. Wie haben Menschen in deinem Umfeld reagiert? Was hast du für ein Feedback bekommen? Also zunächst mal hatten natürlich alle Leute in meinem Umfeld, weil mir ja nicht zu entkommen war, meinen Blog gelesen. Und ich erinnere mich noch ganz gut. Ich hatte zwischendurch immer wieder mal so Phasen, wo ich hinterfragt habe, funktioniert das denn alles? Und ein guter Freund von mir, die Geschichte, das doppelt sich jetzt, die habe ich im Bewegt-Blog-Podcast auch erzählt. Und der Freund sagte dann, boah, weißt du eigentlich, dass ich deinetwegen mindestens 8 weitere Leute davon überzeugt habe, Plastik einzusparen? Und das sind so Momente, wo man dann merkt, ja, auch so diese kleinen Schritte können große Auswirkungen haben, weil unter den 8 Leuten ist möglicherweise auch einer, der ein bisschen Sendungsbewusstsein hat, dem man zuhört, und der hat auch wieder 8 Leute. Und dann sind wir im positivsten Sinne bei so einem Schneeballsystem.
Absolut, absolut. Jetzt hast du ja gesagt, nach diesen 72 Folgen gab es eigentlich nur noch kleine Schritte. Was waren die ganz großen Schritte? Wo blickst du heute zurück und sagst, ja, das waren so die drei, vier, fünf größten Plastikeinsparhürden, die ich übersprungen habe? Also ich glaube, eines der größten Auswirkungen war einfach, in den Kühlschrank zu schauen und zu gucken, was kann ich da einsparen. Viel Verzicht ist natürlich mit einhergegangen. Also ich kaufe mir keine Pflanzenmilch mehr aus Tetrapacks etc. Ich trinke tatsächlich fast ausschließlich Wasser. Wenn ich keinen Sport mache, dann aus der Leitung. Wenn ich Sport mache, möchte ich das Hydrogencarbonat noch mitnehmen. Und dann trinke ich halt ein hochwertigeres Wasser, weil ich es halt auch bei der Leistungsfähigkeit merke. Das war so der ganz große Schritt gewesen. Und im Badezimmer ließ sich natürlich wahnsinnig viel einsparen. Also früher hat man hier ein Duschgel und dann Shampoo gehabt. Gut, biologisch bin ich da begünstigt, weil meine nachlassende Haardichte auch meinen Shampoo-Konsum reduziert. Aber ja, mittlerweile liegt da halt nur noch eine Seife zwischen Waschbecken und Dusche und mehr brauche ich tatsächlich nicht. Mache meine Deo-Creme selbst, habe auch keine Zahnpasta, benutze ein Zahnsalz, was ich selbst mache. Und das sind halt alles so Dinge, die Plastik eingespart haben. Und unterm Strich, ich hatte das 2016 oder sowas, glaube ich, oder 2017 war es, habe ich das mal hochgerechnet. Und kam dann auf so einen halben gelben Sack, den ich als Einzelperson damals noch pro Jahr an Plastikmüll hatte. Und mittlerweile ist es ein bisschen mehr, weil wir ja zu zweit leben. Aber ja, du kannst wahnsinnig viel tatsächlich machen, als auch ganz individuell, um deinen Müll zu reduzieren. Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, ja, wie kann ich denn einsparen? Wie kann ich mir ein Zahnsalz selber machen oder eine Deo-Creme selber machen? Diese Informationen hast du ja alle aufgearbeitet, die hast du ja alle online gestellt. Wo findet man die? Wo muss man da gucken? Also man könnte natürlich den schwierigen Weg gehen und auf meiner Homepage schauen. Die ist, wie gesagt, nicht gut sortiert. Man muss das dann auch sportlich sehen, bis man den Inhalt findet. Oder man kann natürlich auch Seiten wie Smarticula nutzen. Das ist ein riesengroßes Sammelsurium unterschiedlichster Rezepte, um Plastikmüll oder Müll im Allgemeinen einzusparen. Also da habe ich selbst sehr, sehr viele Sachen her, die ich in meinen täglichen Ablauf implementiert habe. Das ist eine gute Quelle, definitiv. Jetzt ist aber natürlich, du hast gerade schon gesagt, man muss es vielleicht auch mal ein bisschen sportlich sehen, man muss da so ein bisschen rangehen, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Gab es aber vielleicht auch ein, zwei Sachen, wo du gesagt hast, so einfach, also dass du selber erstaunt darüber warst, wie einfach du etwas ändern konntest? Dieser Kontrast wird mir immer wieder gewahr, wenn ich dann bei Freunden mal zu Hause bin. Das, was ich mache, das ist ja jetzt schon seit Jahren in meinen Alltag integriert und das empfinde ich ja nicht als irgendwas Besonderes. Es ist ja mein normales Leben, was ich seit Jahren verfolge und wenn ich dann bei vielen, vielen meiner Freunde bin, obwohl ich auch natürlich in so einer grünen Bubble drin lebe und jeder meiner Freunde ja irgendwo versucht, dies und jenes besser zu machen. Aber dann komme ich bei denen ins Badezimmer und denke mir, ach du lieber Gott, so sah das früher auch mal bei dir aus. Und das sind halt so diese Aha-Momente, wo ich merke, ja, da gibt es Leute, die noch ganz, ganz viel im Badezimmer Glauben zu benötigen, ja, während du halt seit Jahren schon mit deinem Seifenblock auskommst und das war's. Also in den Workshops, die ich ab und an geben darf, ist meine Lieblingsanekdote das Olivenöl, was halt bei uns oder bei mir zumindest von Küche zu Badezimmer und zurückwandert, weil ich damit halt auch meine Haut pflege und das ist halt dann
da lassen sich so lustige Anekdoten dann auch erzählen, wo dann die Freundin in der Küche ist und das Olivenöl sucht und du bist gerade im Badezimmer und nutzt das, um deine Haut zart zu machen. Ja. Was ich eine Zeit lang auch sehr gerne mit Kokosfett gemacht habe. Und da war es dann auch ähnlich, dass ich dann halt auch schon mal in der Küche gestanden habe und gedacht habe, wo ist denn jetzt das Kokosfett wieder geblieben? Und dann, ah ja, das hattest du noch im Badezimmer. Genau. Aber auch da ging dann irgendwann dann der Trend zum Zweitglas. Ist das denn auch genau das, was du heute noch in deinem Blog beziehungsweise in deinem Buch und in der Kolumne verarbeitest? Was machst du da genau und wie bist du dazu gekommen? Ja, also die Kolumne erscheint ja zweimal wöchentlich, alle 2 Wochen so rum, in 2 hessischen Tageszeitungen. Einmal der Wetterauer Zeitung, das ist hier unser lokales Kreisblatt, und dann in der Frankfurter Neuen Presse, die halt in unserem südlichen Nachbardorf verkauft wird. Und wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich proaktiv. Ich habe, nachdem ich festgestellt habe, ja, den Blog weiterzuschreiben, macht jetzt keinen Sinn mehr, weil ich dieses Ursprungsthema, was verändere ich in meinem eigenen Leben, nicht mehr in der Form bedienen kann, wie ich das gerne gemacht hätte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich für 2 Vereine schon einige Jahre lang die Pressearbeit gemacht und habe dann meine Pressekontakte einfach genutzt und habe gesagt, hier Leute, ich habe eine Idee, was haltet ihr denn mal von so einer grünen Kolumne in eurem Blatt? Und dann war das erst nur in unserem lokalen Blatt gewesen, alle 2 Wochen, kam aber gut an. Ich habe sehr, sehr viel positives Feedback erhalten und dann war es ruckzuck auch in der 2. Zeitung mit drin gewesen. Und darin verarbeite ich dann eben nicht nur dieses Private alle 2 Wochen, das heißt, ich habe letzten Endes die Frequenz verdoppelt von einmal im Monat auf tatsächlich 2-mal im Monat, sondern ich verarbeite auch gesellschaftliche Strömungen, die jetzt so in diesen grünen Themen mir zu Ohren gekommen sind, oder Dinge, die ich in den Medien lese, wo ich mir denke, ach du lieber Gott, das muss jetzt raus. Und so sind das ganz, ganz verschiedene Sachen, die ich da drin habe, ja. Und dann bist du irgendwann auf die Idee gekommen, das auch wiederum, wobei weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann, zu toppen, aber für viele ist es vielleicht genau das, ein Buch zu schreiben, ist vielleicht dann nochmal wieder den Schritt weitergehen. Wie ist das dann entstanden? Ja, wobei, also ich sage mal, das Kolumnenbuch, das ist ja letzten Endes nur eine Aneinanderreihung chronologisch meiner Kolumnen. Da war jetzt nicht so viel literarische und schöpferische Arbeit zu nötig. Aber es muss gemacht werden. Es muss jemand die Entscheidung treffen, es zu machen, genau. Genau. Ja, das ist dann letztes Jahr ist das rausgekommen, erst als E-Book, weil ich mir natürlich gedacht habe, ja, der Öko kann ja jetzt hier nicht Bäume töten, um sein Buch rauszubringen, und habe dann so viel Feedback erhalten von Leuten, die gesagt haben, ah, so ein E-Book kann ich halt nicht unter einen Baum legen zu Weihnachten, und ich schmöke viel lieber in Papier und ich mag mir das in mein Regal reinstellen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du es halt doch auch als Print. Und ja, es sieht auch schön im Regal aus, muss ich den Bittstellern recht geben. Die anderen beiden Teile, ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, am Dienstag kam die 153. Kolumne raus. 50 habe ich jetzt pro Kolumnenbuch vorgesehen. Die anderen beiden sind auch gerade in Arbeit. Der Satz wird gerade gemacht, das Cover ist schon da. Und dann habe ich die ersten 6 Jahre im Grunde genommen habe ich dann als Kolumne rausgebracht. Ja. In denen du den Menschen deine grüne Welt näher bringst. Ich arbeite viel mit Gleichnissen, die manchmal aberwitzig sind. Ich glaube, das ist das, was die Leute so charmant finden. Da ist immer ein bisschen Augenzwinkern mit dabei. Aber trotzdem, die Informationen, die ich weitergeben will, die wird ernst genommen. Also ich hatte mal das Thema Plastikmüll bei uns im Wetterau-Kreis versucht
plastisch zu machen, wie viel in den Weltmeeren landet. Und dann habe ich wirklich mit einer Excel-Tabelle und Internetrecherche geguckt, was passt denn in so einen Müllwagen rein? Was ist der Durchschnittsmüllwagen? Wie lang ist so ein Müllwagen? Und dann habe ich errechnet, wie lang der Stau dann wäre, wenn wir den ganzen Plastikmüll, der in den Weltmeeren landet, jetzt von meiner Wohnungstür aus in Richtung Norden fahren lassen würden. Und das sind halt dann so, ich glaube, lustige Sachen, die den Leuten aber auch im Kopf bleiben. Gibt es da jetzt noch eine Auflösung? Also ja, das hilft wahrscheinlich einem nicht, weil ich mit Ortschaften gearbeitet habe, aber dieser Stau hat auf jeden Fall den Kreis verlassen. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Aber dadurch, dass es jetzt ja in einer Zeitung rauskommt. Ich meine, bei dem Buch ist es natürlich so, da wird vielleicht der eine oder andere zugreifen, der jetzt auch so ein bisschen schon ein Interesse hat. Bei der Zeitung ist es so, das lesen alle. Nicht alle werden sich die Kolumne durchlesen, aber es ist vielleicht einfach breiter gefächert, wer die Zeitung in die Hände bekommt. Ja, definitiv. Was waren so Reaktionen, die bei dir einfach nochmal hängen geblieben sind? Waren es Menschen, die dich angesprochen haben, die dich angeschrieben haben, die gesagt haben, das war mir so nicht bewusst, danke fürs Sichtbarmachen. Was für Reaktionen hast du da bekommen? Also die jüngste Reaktion, die ich hatte, da habe ich über das Thema Abholzen von Bäumen für neue Autobahnen geschrieben, hatte mir dann einer eine E-Mail geschickt und hat gesagt, kann man das irgendwie elektronisch bekommen? Muss ich das weiter verbreiten? Und das sind natürlich ganz, ganz tolle Reaktionen. Aber ich bin auch schon mal angezählt worden von einem Zeitungsleser. Ich bin ja dann mit meinem Gesicht auch da in diese Kolumne zu sehen. Und das war das etliche Jahre her, das ist auch der einzige Fall. Da saß ich dann kuchenessend auf dem Marktplatz und dann kam ein älterer Herr an mir vorbei und sagte, Sie sind doch da der Kolumnenschreiber aus der Zeitung. Sagte ich, ja, da bin ich. Oh, setzen Sie sich doch, weil ich dachte, der will sich da wirklich austauschen. Und dann, da ging es auch um Verkehrswende und da wollte ich einfach aufzeigen, dass ich im ÖPNV halt noch sehr, sehr viel tun muss, ja, um es attraktiv zu machen, eben mit der Bahn zu fahren und nicht das Auto zu nehmen. Und dann habe ich so das entlegenste Zipfelchen des Wetteraukreises genommen und habe dann anhand der Bahnverbindungen, die mir unser regionaler Verkehrsverbund im Internet präsentiert hat, ausgerechnet, wie lange braucht man, um dann in der Mitte Frankfurts zur Arbeit zu kommen. Und er hatte sich tatsächlich hingesetzt, der kam aus diesem Ort, und hat das nachgeprüft und hat eine bessere Verbindung gefunden, die dann einmal umsteigen weniger mit sich gebracht hatte. Und da sagt er, ja, das sind nicht fünfmal umsteigen, das ist nur viermal umsteigen. Das heißt, Sie haben gelogen. Damals war der Begriff Lügenpresse noch nicht so publik. Aber ich glaube, wenn, dann hätte er sich vor mich gestellt und mindestens 10-mal Lügenpresse skandiert, weil ich diesen Verbindung nicht gesehen hatte. Es ist großartig. Aber letztendlich deutlich mehr positive Resonanz, als dass du denn, ich sag mal, blöde Nachrichten bekommen hast. Ich meine, wir leben ja in der Generation Social Media. Wir erleben es ja im Internet. Es kann jeder schreiben, was er möchte. Und wenn ich manchmal sehe, also egal, ob es um Energie geht beim Auto, ob es um Plastik geht, ob es um Veganismus geht, du hast ja so viele Menschen, die eine Meinung haben und diese auch kundtun. Beim Printmedium vielleicht jetzt nicht ganz so, ich meine, dich direkt anzuschreiben, aber man findet dich auch auf Social Media. Wir werden das unten verlinken. Die Möglichkeit, dir zu schreiben, wäre ja da. Aber überwiegend dann doch eher positiv. Also ich habe dir gerade 100% der negativen Kommentare anekdotisch mitgeteilt und einen Bruchteil der positiven. Was halt auch schön ist, durch meine weitere Autorentätigkeit bin ich ja auf meiner Homepage auch mit einem Impressum versehen. Die Leute wissen, wo ich wohne. Und ich habe es jetzt
ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinen Briefkasten schaue und dann sind irgendwelche ausgeschnittenen Artikel aus der Zeitung drin, wo es dann um Plastikmüll geht oder wo dann, ah, ich habe auch einmal, da habe ich eine Kolumne geschrieben, da ging es um Urban Gardening und um Selbstversorgertum und diese Geschichten und dann hat mir tatsächlich jemand mit so einem ganz netten Briefchen von sich zu Hause so ein paar Samen in den Briefkasten dann reingeworfen mit, ach, können Sie auch mal anbauen, ist ganz toll. Und das sind einfach wahnsinnig schöne Momente, sehr erhebend. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache. Für mich jetzt einfach nochmal spannend, jetzt machen wir ja auch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Wir ja, kriegen natürlich auch mal so ein bisschen die Konfrontation mit, wenn man erwähnt, dass man vegan unterwegs ist. Das auf der einen Seite und du als jemand, der sicherlich auch vegan unterwegs ist und darüber redet, aber natürlich auch dieses große Thema Plastik hast. Wo siehst du da den Unterschied, wenn du mit Menschen drüber redest? Weil so viel positive Resonanz wie beim Plastik hast du wahrscheinlich beim Veganismus nicht. Ich glaube, dass der Veganismus auch noch mal ein bisschen, ist das falsche Wort. Ich weiß, dass es das falsche Wort ist, aber er ist empfunden von den anderen übergriffiger. Also wenn ich erzähle, ja, ich spare hier Plastik, dann denkt sich jeder, ja, ich habe auch schon mal eine Papiertüte gekauft, ist alles in Ordnung. Wenn ich aber erzähle, ich ernähre mich vegan, dann sagt jeder, ah, natürlich muss der erzählen, dass er sich vegan ernährt. Ja, das ist ja klar. Und jetzt willst du mir noch mein Schnitzel wegnehmen. Also so diese Reaktion, ich glaube, das Problem ist einfach, dass viele Leute sich der moralischen Überlegenheit einer pflanzlichen Ernährung instinktiv bewusst sind. Weil es ist ja sehr eindeutig, wenn ich, oh, ich habe ein Problem mit Zischlauten heute, wenn ich mein Schnitzel auf dem Tisch liegen habe, dann kann ich nicht schönreden, dass das mal ein Tier war. Ja? So, und wenn jetzt mir gegenüber sitzt, der gerade seinen Salat futtert und dann vielleicht auch noch ein T-Shirt anhat, wo drauf steht Sex, Drugs und Rosenkohl, live vegan, dann bin ich ja sofort fast schon angegriffen, ja, weil ich genau weiß, mein Gegenüber weiß das auch, dass das Stück Fleisch mal ein Tier war. Das weiß auch, dass von dem Futter für das Tier wesentlich mehr Leute hätten satt werden können, als eben nur der eine, der jetzt sein Schnitzel isst. Und ich glaube, das ist das Kernproblem. Das passiert mit Plastik nicht. Ist es vielleicht auch das Problem, dass wir beim Fleischkonsum, beim Veganismus das Entweder-Oder haben und beim Plastik, naja, da hat er recht, ein bisschen weniger Plastik würde schon Sinn machen, dass diese Schritte kleiner sind, dass es sich erstmal leichter anfühlt zu sagen, da gehe ich ein Stückchen mit? Ja, absolut, wobei das gar nicht sein müsste. Also wir haben ja immer höher werdenden Anteil flexitarisch ernährender Menschen, ja, die einfach hier und da reduzieren, die mal einen veganen Tag, mal einen vegetarischen Tag haben, dann mal wieder Fleisch essen. Auch das ist ja eine Geschichte, die man sukzessive machen könnte. Das wäre jetzt eine Chance zum Beispiel für die Fastenzeit. Was passiert bei dem Fasten für gewöhnlich? Ja, man hat diese Wochen des Fastens und denkt sich danach, juhu, ich habe gefastet und dann so weiter wie zuvor. Aber man könnte diese Fastenzeit ja auch dazu nutzen, um mal zu gucken, wie wirkt denn eine Umstellung, die ich fest in mein Leben implementiere, für diese Fastenzeit auf mich? Und im besten Fall stellt man dann fest, ja, das hat funktioniert. Und dieser Anlass Fastenzeit, den kann ich einfach als eine Brücke nutzen, ja, um das fortzuführen. Und es ist doch einfach total schade, dass so dieses Alles oder Nichts als Mentalität so vorherrschend ist. Es wäre doch ein einfaches. Also nimm jetzt beispielsweise mal diesen
Veggie-Donnerstag, den die Grünen vor vielen, vielen Jahren mal in den Behörden, in den staatlichen Institutionen einführen wollten. Es wird einem doch nichts genommen. Ich bin doch immer noch völlig frei in meiner Entscheidung, ob ich da mitmachen will oder nicht. Ich kann ja auch mittags Gemüse essen und dann gehe ich nach Hause und hole mein Schnitzel nach. Also es ist doch kein Verlust, es ist doch ein Gewinn, es ist doch eine Chance, die man nutzen könnte. Aber stattdessen, wie du schon gesagt hast, alles so eine Alles-oder-Nichts-Mentalität. Man darf keinen Tag einführen, wo kein Fleisch serviert wird. Das geht ja nicht. Aber da muss ich fairerweise sagen, und da bin ich gespannt, wie du das siehst, dieses Schwarz oder Weiß haben wir ja nicht nur von einer Seite, das haben wir gefühlt doch von beiden Seiten. Wir können natürlich jetzt sagen, naja, du anhand dessen, was du jetzt über das Plastik erklärt hast, diese kleinen Schritte, die Leute mitzunehmen, dass man sagen, naja, okay, gut, Plastiktüten, Supermarkt, okay, lassen wir die mal weg. Ja, dann können wir auch nochmal über Wattestäbchen nachdenken. Dann können wir überlegen, ob wir vielleicht auch mit einem Stückchen Kernseife nicht auch klarkommen würden. Dann läuft uns auch die Duschpampe in der Sporttasche nicht mehr aus, weil das, was wir in der Dose haben, in der Brotdose haben, das Stückchen Kernseife, das können wir dann nehmen, können wir danach wieder reinpacken. Diese kleinen Schritte, wenn das etwas bringt, ist es dann nicht auch so, dass wir eigentlich der Vegan-Szene sagen müssen, freut euch über die Menschen, die diese kleinen Schritte in der Ernährung machen. Viele sind da sehr, sehr absolut und sagen, naja, du und ich, wir beide möchten natürlich auch, dass es schneller geht, dass wir schneller vegan werden. Aber ist es nicht wirklich so, dass wir diesen langsamen Weg, dass wir jeden Schritt eigentlich feiern müssen? Ja, definitiv, wobei ich da tatsächlich relativ entspannt bin. Ich glaube, das ist auch meinem Kernberuf ein Stück weit geschuldet, weil die Gesetzestreue ja mein Broterwerb bedingt, kann man sagen. Ich werde oft gefragt, wenn man so, oder wurde oft mittlerweile unter den Kollegen natürlich nicht mehr, weil wir, glaube ich, alle Themen schon abgekaspert haben, die es so in dem Bereich gibt. Aber da gibt es dann Leute am Tisch, die sagen, was stört dich das, dass ich hier Fleisch esse? Und da sage ich, nein, es stört mich nicht, dass du hier Fleisch esse. Es ist ja nicht verboten, das ist ja deine persönliche Entscheidung. Aber du könntest natürlich, ich sag mal, nachhaltigere Entscheidungen treffen, du könntest weitsichtigere Entscheidungen treffen. Aber die Entscheidung, solange es nicht verboten ist, kannst du selbst treffen. Und vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, naja, ich mache letzten Endes das, was ich heute freiwillig machen kann. In 30 Jahren wird es vielleicht eine Reglementierung für den Fleischgenuss geben. Vielleicht wird es in 30 Jahren gebannt sein, Fleisch zu essen, weil wir unsere Bevölkerung so nicht mehr ernähren können. Ich kann in diese Glaskugel nicht reinschauen. Was ich im Moment für wahrscheinlicher halte, ist, dass in 30 Jahren das Fleisch, das aus Stammzellen oder aus dem 3D-Drucker generiert wird, nicht mehr vom Original zu unterscheiden ist und einfach das natürlich gewachsene Fleisch im Preis so weit unterboten haben wird, dass keiner mehr auf die Idee kommt, Fleisch von einem ehemals lebenden Tier zu essen. Ja, das halte ich für eine sehr wahrscheinliche Entwicklung. Sicherlich, man spricht ja schon davon, Fleisch wird vielleicht die Zigarette der Zukunft sein, von der Reglementierung her oder auch von der Häufigkeit her oder auch von dem, wie man die Menschen ansieht, die denn dann noch Fleisch essen. Trotzdem nochmal, wir sind im Moment gerade in einer Diskussionszeitalter oder wir sind in einer Diskussion, die jetzt in unserem Hintergrund abläuft, wo Menschen die militante Veganerin angreifen, weil sie so militant ist, dass sie im Prinzip sagt, es gibt nur diesen einen Weg, zack, fertig. Wir haben da sehr extreme Positionen. Und ich finde es jetzt einfach nochmal spannend, wenn du sagst, naja, du kriegst so viele Menschen mit auf diesen Minimalismusweg, auf diese Möglichkeit, Plastik zu minimieren, durch so kleine Schritte, dass wirklich die Frage ist, ob wir da das Angebot erhöhen müssen und ob wir sagen,
Naja, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende des Tages mehr Menschen vegan sind, größer, als wenn wir jetzt rausgehen und sagen, ihr müsst, ihr sollt und das sind die Gründe, zack, 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 anderen Weg gibt es nicht. Definitiv. Ich meine, das sind ja auch nur, das ist ja auch eine Art von Cherry-Picking. Also warum ist denn die militante Veganerin jetzt im Moment in den sozialen Medien und auch in den Printmedien präsent? Weil sie diese extreme Position vertritt und daher natürlich von der Gegenseite sehr, sehr gerne als vermeintliches Negativbeispiel für die vegane Szene genommen wird. Wenn man sich ein bisschen genauer mit ihr beschäftigt, mit ihren Social-Media-Kanälen, stellt man fest, sie ist Ärztin, sie weiß, von was sie redet. Man wird feststellen, dass sie recht hat mit dem, was sie sagt. Ja, und das ist ja genau dieselbe Reaktion, die wir all den Menschen, die in der letzten Generation sich irgendwo auf den Asphalt kleben, entgegenbringen. In dem, was sie anstreben, haben sie vollkommen recht. Das Mittel, was sie wählen, ist ein stark polarisierendes. Aber so wurde es erst zu einem Thema. Ja? Und du wirst die Leute, die völlig unreflektiv sind und sich eine fleischlose Ernährung nicht mal kognitiv erarbeiten können, die wirst du auch nie auf diese Seite ziehen können. Die würdest du auch nie dazu bewegen können, eine andere Reaktion im Social-Media-Bereich als darauf erstmal ein dickes Steak zu bringen. Das wird nicht passieren, aber du hast ja eine ganz, ganz breite Masse dazwischen. Und da wird es Leute geben, die umdenken. Und es gibt auch mit der letzten Generation. Ja, ich heiße nicht alle Aktionen für gut, die sie machen. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich das richtige Mittel ist, um die Sache weiterzubringen. Muss ich auch nicht beurteilen. Ja, aber sie haben dieses Thema stark in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Und ich wette, es gibt einen großen Teil von Menschen, die darüber ins Nachdenken gekommen sind. Also ich bin neulich in einer Berufsschule gewesen, habe da ein bisschen unterrichten dürfen oder so einen Workshop machen dürfen im Bereich Tiere, Ethik, Umweltschutz. Und ich kann nur sagen, alle, die in der Klasse saßen, kannten die militante Veganerin, hatten da schon mal was gehört. Viele hatten eine Abneigung, ja, aber sie hat es geschafft, über TikTok eine Aufmerksamkeit zu generieren, genauso wie du es gerade gesagt hast, über Menschen, die sich auf die Straße kleben. Auch da ist mit der letzten Generation, da ist etwas ausgelöst worden. Auch wir reden jetzt ja gerade wieder drüber. Aber ich glaube, die breite Masse wird vielleicht, da werden wir vielleicht die größere Veränderung herbeibewirken können oder herbeibringen können, wenn wir ein bisschen geschwächter damit umgehen und vielleicht wirklich die kleinen Schritte feiern. Und so wie du schon sagst, das ist vielleicht der vegane Donnerstag, das ist vielleicht der fleischfreie Tag. Ich bin neulich in der Kurklinik gewesen. Naja, da gibt es halt einen Tag lang, gibt es halt nur vegetarisch, stellte sich dann raus, das war sogar vegan, das haben sie jetzt nicht extra dran geschrieben. Da findet etwas statt und es sind vielleicht diese vielen kleinen Schritte. Jetzt eine Frage, wo ich gespannt bin, wenn es zu persönlich ist, dann musst du doch nicht darauf antworten. Das weiß ich, dass es vielleicht auch eine schwere Geschichte ist, aber es interessiert mich und ich glaube auch sehr, sehr viele Menschen, die jetzt da draußen zuschauen. Jetzt bist du auf der einen Seite Polizist und auf der anderen Seite jemand, der natürlich fürs Klima solche Sachen wie das, was die letzte Generation macht, natürlich auch positiv bewertest. Das hast du gerade gesagt. Inwieweit bringt dich das immer wieder auch in einen Konflikt und inwieweit ist es für dich manchmal schwer, da die Verhältnisse richtig zu sehen? Also ich glaube, ein moralischer Konflikt, der ist natürlich oft da, weil du gerichtliche Entscheidungen dann durchzusetzen hast, die vielleicht in deinen Augen nicht mehr zeitgemäß sind. Aber das ist nur ein moralischer Konflikt, weil
unterm Strich, wir leben in einem Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ermöglicht ganz, ganz viel. Ja, aber wenn eine höchstrichterliche Entscheidung allerspätestens dann getroffen ist, dann ist einfach der Deckel zu im Sinne der Demokratie. Und wenn du fest auf den Füßen einer demokratischen Basis stehen möchtest, dann musst du es einfach akzeptieren. Wir hatten jetzt kürzlich eine Einsatzlage, da wurde eine Anschlussstelle für die Verbindung zweier Autobahnen gebaut. Verfahren, das schon seit gut 30 Jahren anhängig ist. Dazu sind dann 1000 Bäume gefällt worden. Ja, ich muss auch ganz klar sagen, wir müssen Individualverkehr reduzieren. Wir müssen den ÖPNV attraktiv machen. Und das machen wir nicht, indem wir Autoverbindungen optimieren, ja, und damit noch mehr Leuten ein Argument liefern, eben nicht auf den ÖPNV umzuspringen, weil sie plötzlich staufreier und schneller von A nach B kommen. Und da können wir halt auch nicht Bäume für fällen. Und das Argument, ja, die deutschen Bäume sind eh kaputt, ist auch kein wirklich standhaftes. Das funktioniert nicht. Das ist natürlich ein moralischer Konflikt. Aber wir haben eine Gesetzeslage, wir haben eine Gerichtbarkeit. Und wenn die Gerichtbarkeit auf Basis dessen, was ihr von beiden Seiten natürlich gleichberechtigt vorgelegt wird, eine Entscheidung trifft und die Entscheidung heißt, nein, es ist rechtens, es wird halt eine Ausgleichsfläche an Wald irgendwo geschaffen und dann bauen wir das, dann muss man das akzeptieren. Das ist meine ganz persönliche Auffassung und insofern ist dann auch auf Arbeitsseite kein Konflikt bei mir da. Auch wenn ich persönlich die Entscheidung völlig anders getroffen hätte. Aber mal grundsätzlich zum Thema Polizei. Es wird der Polizei ja immer so eine sehr, sehr konservative, auch so eine toxisch-maskuline Seite zugeschrieben. Ich hatte die Beispiele ja mit Blick in unseren Kühlschrank mal auf der einen Seite so versucht, ein bisschen schmunzelnd zu beleuchten. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in der Polizei Gewerkschaften, die sich mit der veganen Ernährung befassen. Wissen die wenigsten. Ja, also wir haben Vegan-Poll, die haben sich erst jüngst bin ich auch Mitglied gegründet. Bundesweit Mitglieder werden immer mehr. Auch die Erfolge werden immer größer. Wir haben jetzt jüngst in München hat der Vorsitzende von VeganPol, also der veganen Polizeigesellschaft, dort sich mit einem Gewerkschaftsführer der Polizei getroffen und man hat sich Gedanken gemacht, gemeinsam, wie kann man einen veganen Verpflegungsbeutel wirtschaftlich und zu aller Nutzen etablieren? Und das sind einfach riesengroße Bewegungen. Und da geht es auch darum, braucht man Lederstiefel aus Rindsleder? Kann man das nicht irgendwie anders machen? Also da passiert tatsächlich viel im Moment und auch in dieser vermeintlich sehr konservativen Polizei. Von der viele jetzt wahrscheinlich ja noch ausgehen. Ich habe das durch einen Laufkollegen, der auch bei der Polizei ist, habe ich VeganPol halt kennengelernt, habe mich da verknüpft, finde es super, was die machen. Nichtsdestotrotz nochmal die Frage, jetzt stehst du ja schon ein bisschen zwischen den Stühlen vielleicht auch von dem, was du dir eigentlich wünschen würdest, was vielleicht ein bisschen schneller gehen könnte, sollte, müsste. So wie du es jetzt gerade mit den Wäldern gesagt hast, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Gesetzlichkeit. Erlebst du viele negative Reaktionen oder wirst du oft angegriffen von Kollegen, die im Prinzip ja auch wissen, dass du vielleicht das Klima schützen möchtest, dass du dich da sehr positiv mit auseinandersetzt oder sehr viel mit auseinandersetzt? Oder sind es eher die Angriffe, die sagen, naja, du bist bei der Polizei und naja, dann musst du ja noch und dann hast du ja noch und dann bist du ja gegen uns? Dass du auf der einen Seite da einen moralischen Kompass für dich gefunden hast, dass du halt einfach sagst, ich mache es dran fest, ist es Gesetz,
Haben die Gerichte das beschlossen? Ja, nein. Du machst wirklich den Eindruck, dass du da nicht großartig struggles, sondern dass du deinen Weg da findest. Aber wie viel kriegst du da von außen mit? Wie versuchen dich die Leute da vielleicht auch in Diskussionen zu verwickeln, um dich da aus der Reserve zu locken? Also ich will die Antwort mal in zwei Teile unterteilen. Einmal so das Interne, da erlebe ich gerade das Gegenteil eines Angriffswesens, sondern vielmehr, dass die Leute sehr viel in ihrem Leben auch zu verändern versuchen. Also ich weiß noch, das ist jetzt 1-2 Jahre her, mit dem Kollegen arbeite ich immer noch zusammen, also nicht, dass mich das abgeschreckt hätte, nein, das ist ein positives Beispiel, er hatte mir dann irgendwann mal ein Foto dieses Bandes an der Supermarktkasse zugeschickt und da lagen dann halt einzeln die Gemüse drauf, die vorher in so einem Hemdchenbeutel drin gewesen wären. Und das hat er mir über WhatsApp zugeschickt und schrieb unten drunter, das mache ich deinetwegen, Ausrufezeichen. Und ja, solche Erlebnisse sind doch einfach schön, wo man dann merkt, ja, auch diese Gespräche, die man so in der Mittagspause führt, die haben einfach ein Ergebnis, was sich dann handfest auch zeigt. Und extern tatsächlich, wenn ich nicht im Büro bin, glaube ich, ich werde gar nicht als Polizist wahrgenommen. Also ich gehe ja offen mit um. Jeder weiß, dass ich Polizeibeamter bin. Und ich finde es auch gut, dass das jeder weiß, weil das einfach, ich glaube, dieses überkommene Bild des Polizeibeamten ein Stück weit aufhält und zeigt, nein, ein Polizeibeamter, der kann auch lustige Texte zu grünen Themen schreiben, der kann auch Kinderbücher schreiben, der kann auch Veganer sein und trotzdem ein Sendungsbewusstsein haben, was eben ausschließlich diese grünen Themen bedient. Und ich finde, deshalb habe ich auch überhaupt kein Struggle in diesem vermeintlichen Spannungsfeld, weil im Beruf ganz klar, da geht die Gesetzmäßigkeit vor und da will ich auch gar nicht dran rütteln. Ich bin ja nicht im Justizbereich Richter, wo ich dann meine freie Beweiswürdigung in irgendeiner Art und Weise noch geltend machen könnte. Nein, ich bin an das gebunden, was die Gerichte sagen. Und auch bei den Gerichten findet sukzessive dann dieser Paradigmenwechsel, den du gesellschaftlich hast, statt. Und Entscheidungen, die heute vielleicht noch pro Baum fällen, Autobahn bauen, ausfallen, die sehen in 5-6 Jahren möglicherweise schon ganz anders aus, weil eine andere Generation Richter dann auch da ist, die auf eine andere Art und Weise durch Medien, durch ihre eigenen Studienerfahrungen konditioniert worden sind. Und dann heißt es vielleicht, nein, es ist nicht mehr zeitgemäß, diesen Autobahnabschnitt durchzuziehen, weil die Bäume drauf wichtiger sind. Ja. Das ist natürlich etwas, das wir auch hoffen. Wo du aber gerade bei der Zeit bist, die Zeit schreitet immer weiter vor. Ich möchte aber auf ein Thema auf alle Fälle noch zu sprechen kommen, weil es natürlich auch immer so ein bisschen darum geht, sportlich leistungsfähig zu sein. Ich verweise immer sehr gerne auf das Zitat von Aiwanger, der mal gesagt hat, wenn Bauarbeiter vegan ernährt werden würden, dann würden sie ja nach 2 Tagen, hat er glaube ich gesagt, vom Gerüst fallen. Du bist jemand, du bist sportlich aktiv, du bist nicht nur im Fitnessstudio aktiv, sondern, das habe ich auch angeteasert, du hast auch schon einen Megamarsch gemacht und ich möchte eigentlich mit dir das Ganze jetzt auch dahingehend ein bisschen positiv beenden, dass wir über dieses Finish, über dieses Erlebnis mal reden, weil das haben wir hier in all den Folgen noch nicht gehabt. Wir haben viel darüber geredet, dass Leute Marathon gelaufen sind, Ultramarathons gelaufen sind oder sogar den Deka gefinisht haben. Das haben wir alles gehabt. Aber vielleicht ist es ja auch mal ein sportliches Ziel, so einen Megamarsch zu machen. Magst du vielleicht einfach mal erklären, was du da gemacht hast
und warum du es gemacht hast. Jetzt muss ich eine Erwartungshaltung leider bremsen. Ich war beim Megamarsch verletzt angetreten, bandagiert mit beiden Fußknöcheln und habe mir 25 Kilometer vorgenommen. Die habe ich auch erreicht und habe danach abgebrochen. Ich habe nicht gefinisht. Ich sage aber nicht leider nicht gefinisht, weil es trotzdem ein Riesenerlebnis war, mit so vielen Menschen zu starten. Und für mich war das wirklich, wirklich große Erlebnis einfach die Vorbereitung. Wir haben, bei der du ja, glaube ich, auch schon 30 Kilometer mal gegangen bist, also was ja für viele absolut unvorstellbar ist. Also nimm uns da auf diesem Weg ruhig mal mit. Und wie gesagt, über dieses Gruppenerlebnis, da möchte ich mit dir halt drüber sprechen, denn ich habe das ja letztes Jahr mit ihm, mit Madeleine zusammen gemacht. Also die Menschen, die man da auf der Strecke sieht, sind halt einfach nochmal ganz andere Menschen. Aber da wirst du sicherlich gleich auch ein bisschen was zu sagen, wie die, die man auf der Laufbahn sieht, die man beim Marathon sieht. Definitiv, ja. Und da können wir vielleicht noch mehr Menschen begeistern, sich vielleicht hier auf den Weg zu machen, um ein bisschen was am Training für den Körper zu machen und aber nach außen auch zu zeigen, ja, wir können es auch vegan. Genau. Also bei mir war die Entscheidung im April letzten Jahres gefallen, im Oktober am Megamarsch in Frankfurt teilzunehmen. Die Vorstellung, 100 Kilometer zu laufen, erschien mir erstmal völlig abstrus. Aber es war eine sehr, sehr spontane Entscheidung. Ich bin freitags, das ist eine ganz lustige Anekdote, ich war im Homeoffice gewesen und dann ist mein System plötzlich ausgefallen und ich konnte mich nicht mehr in unser Netz einwählen. Und nachdem ich dann so eine Stunde mit rumprobiert hatte und es nicht funktioniert hat, habe ich dann meine damalige Chefin angerufen und habe gesagt, hier, ich mache jetzt Feierabend, es ist Schluss. Und dann saß ich halt da mit dem völlig anders geplanten Tag, aber was machst du denn jetzt? Und da geisterte schon dieses Thema Megamarsch in meinem Kopf rum und da sagte ich, okay, das Wetter ist gut, 20 Grad oder sowas hatten wir, du packst dir jetzt deine Laufsachen an, nimmst dir deine 3/4-Liter-Flasche in deinem Laufgürtel mit und jetzt gehst du wandern und guckst mal. Und dann habe ich mir 25 Kilometer vorgenommen, die bin ich dann auch gefühlt mit 250 Milliliter Wasser, die ich nur getrunken habe, dann auch ich weiß es gar nicht mehr, wie lange habe ich denn gebraucht? Ich glaube 4 Stunden oder sowas. War ich dann 4:20 waren es möglicherweise gewesen. Ich hatte dann so ein, ich krieg's nicht mehr genau. Ich müsste jetzt nachrechnen. Wahrscheinlich, wenn man nachrechnet, straft man mich schon Lügen. Aber ich glaube, ich hatte irgendwie so um die 6 Stundenkilometer knapp, die ich durchgängig gelaufen war. Habe mich mehrfach verlaufen und war dann am Ende in einem veganen Restaurant. Das war mein Ziel. War ich angekommen und habe da meine Kalorien, die ich verbraucht hatte, wieder reingeschaufelt. Das habe ich dann einem Freund von mir erzählt und der sagte dann, super, ich mache mit. Und dann sind wir im Mai dann schon 35 Kilometer gelaufen. Er hatte mich in Frankfurt bei der Arbeit besucht und von dort aus sind wir dann 35 Kilometer nach Hause gelaufen. Und laufen, also wir müssen sagen, ihr seid gewandert. Gewandert, genau. Wir haben versucht, einen Schnitt von 7 Stundenkilometern anzupeilen. Da sind wir ganz knapp drunter gewesen. Wir haben Komoot als Wander-App benutzt und wer Komoot schon mal benutzt hat, weiß, wenn es eine Abzweigung gibt, die nicht so aussieht, als könne man darin laufen, dann ist es tatsächlich der Weg, den Komoot dir vorschlägt. Und so war das auch da gewesen. Wir sind da teilweise über zugewucherte Trampelpfade sind wir marschiert und haben uns gewundert, dass den jemand als Weg einzeichnen konnte. Aber irgendwie sind wir doch am Ziel angekommen. Und diese 35 Kilometer, die waren tatsächlich die letzten 5 Kilometer so kräftezehrend gewesen. Wir hatten uns damals dann das Ziel genommen, weil es bei meinem ersten Wandertraining auch so war, dass wir ab da immer bei einem veganen Restaurant, einem veganen Café rauskommen und da unseren Abschluss finden.
Und dann waren wir bei so einem Chick-Köfte-Imbiss, wo wir essen wollten. Und ich weiß da genau, wir haben uns beide hingesetzt, wir haben beide bestellt und dann haben wir dieses Chick-Köfte in unseren Händen gehabt, haben uns angeguckt, haben einfach nur gezittert und haben beide eine Viertelstunde gebraucht, bis wir den ersten Bissen machen konnten. War Wahnsinn. Und das war dieser Moment, wo wir dann auch ja, in eine geplante Vorbereitung gegangen sind. Dann haben wir ausgerechnet, wie viel Kohlenhydrate brauchen wir, was müssen wir in welchen Abständen essen, in welchen Abständen müssen wir trinken. Wir sind dann wirklich mit 2 Liter Flüssigkeit unterwegs gewesen und haben uns gegenseitig alle halbe Stunde daran erinnert, ey, du musst was trinken. Alle Stunde haben wir dann, ich habe hier so aus Nüssen und Datteln hab ich Riegel gemacht. Wir haben Nüsse mitgenommen. Und dann fing halt die professionelle Vorbereitung an. Und dann sind wir mit dem nächsten Lauf. Das war dann gleich eine Nachtwanderung, weil der Megamarsch fängt ja mittags an und endet dann am nächsten Morgen im besten Fall. Das heißt, du musst auch über Nacht wandern. Und dann sind wir bei der zweiten Wanderung tatsächlich. Wobei, Andreas, ganz kurz, also wir müssen an dieser Stelle sagen, es gibt eigentlich zwei Distanzen. Es gibt die 50 Kilometer Distanz und es gibt die 100 Kilometer Distanz. Genau. Also um das, also bei uns war es auch, waren es die 50 Kilometer und wir sind morgens gestartet und dementsprechend halt abends angekommen. Das Ganze gibt es aber auch auf der 50 Kilometer Strecke auch als Nachtwanderung, was nochmal was ganz Besonderes sein muss. Und ihr hattet aber die 100 Kilometer angepeilt. Genau, wir haben die 100 Kilometer angestrebt und deshalb uns natürlich auch auf die 100 Meter vorbereitet. Und wir hatten nach den 45 Kilometer im nächsten Monat sind wir dann 55 unterwegs gewesen. Und das war auch eine mega spannende Erfahrung, weil wir einfach die letzten 10 Kilometer dann in der Auswertung später gemerkt haben, wir sind immer langsamer geworden. Und warum sind wir langsamer geworden? Weil wir dann doch irgendwann keine Gesprächsthemen mehr hatten. Und dann war jeder seinen eigenen Gedanken nachgehangen. Und das hat uns langsamer gemacht. Und bei der nächsten Wanderung, da hatten wir dann 65 angestrebt. Da haben wir uns dann tatsächlich Podcasts, Hörbücher mitgenommen, die wir dann aber parallel gehört haben. Ich hatte dann so einen auf Lautsprecher gestellt und dann haben wir hier von, ach, ich weiß gar nicht mehr, was für alles. Ich glaube, wir haben, sag mal, du als Physiker, haben wir uns angehört. Auf Audible war das einfach, ja, nochmal so ganz viel Diskussionspotenzial mit sich gebracht hatte. Und siehe da, was hat die Auswertung ergeben? Wir sind wieder schneller geworden. Ja, und dann waren wir, und jetzt komme ich so ans Ende der Vorbereitung. Im September hatten wir dann den letzten Vorbereitungslauf. Da wollten wir auch ein paar Höhenmeter mitnehmen und haben dann wieder allerdings nur 55 Kilometer geschafft, weil wir ja völlig ausgelaugt waren. Und dann habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Das war dann eigentlich nur noch 6 Wochen vor dem Wettkampf in Anführungszeichen. Ich bin ja parallel nach wie vor laufen gegangen. Also mein Laufpensum von 30 Kilometern die Woche, das hatte ich aufrechterhalten, habe halt nur, wenn ich halt diese Wanderung hatte, einen Lauf vorher, vor den Trainingswanderungen, habe ich weggelassen. Und habe dann eine Woche Regeneration immer eingeplant. Und just bei diesem Lauf, was immer mich geritten hat, habe ich 2 Tage später, habe ich so Bock gehabt, eine Runde joggen zu gehen. Und da bin ich 10 Kilometer gelaufen und kam dann halt so nach 8 Kilometern, hat es dann plötzlich in beiden Sprunggelenken gestochen. Und da musste ich tatsächlich abbrechen. Das Stechen hat auch nicht wirklich aufgehört. Dann habe ich bis zur Wanderung mit dem Laufen aufgehört und habe mir dann beim Megamarsch vorher für satte 60 € 2 Bandagen geholt, damit ich überhaupt antreten konnte.
Ja, es hat zwischendurch ein bisschen gestochen, aber die 25 Kilometer, die wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Der Ehrgeiz, war da und ich habe mich riesig gefreut, dass ich es geschafft habe am Ende. Und ja, mit so vielen einfach tollen Leuten Spaß gehabt, auf dem Weg dorthin, bis wir dann an dieser Versorgungsstation waren, wo wir dann aber auch gemeinsam abgebrochen haben. Ja. Das heißt, mein Trainingspartner hat nicht die anderen 75 noch durchgezogen und sie gedacht, ja, Weichei, musst du halt mal 30 Kilo Muskeln abbauen, dann schaffst du das auch 100 Kilometer zu wandern. Sondern wir sind dann halt gemeinsam nach Hause und ja, es war ein tolles Erlebnis auf jeden Fall. Steht das noch mal an? Ja, also das Wandern habe ich nicht ad acta gelegt. Ich habe jetzt, nachdem ich mehrere Male versucht hatte, wieder mit dem Laufen zu starten, ein paar Mal wieder bei dieser 8-Kilometer-Marke gescheitert war, habe ich gesagt, nee, jetzt musst du wirklich mal deinen Sprunggelenken ein paar Wochen Pause geben. Ich habe mir jetzt tatsächlich 3 Monate Pause verordnet, in denen ich aber auch keine Kniebeugen, kein Kreuzheben mache, nichts, was die Sprunggelenke irgendwie belastet. Ich gehe jeden Morgen 20 Minuten auf den Fahrradergometer, damit ich so meine Grundkondition auf jeden Fall nicht einbüße. Und dann werde ich im März wieder mit dem Laufen anfangen und werde aber auch mit dem Wandern wieder anfangen. Also das hatten wir uns damals schon gesagt. Einmal im Monat 25 wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und dann mal gucken, vielleicht nimmt man beim nächsten Megamaßstab dann einfach die 50, von der wir ja wissen, dass wir sie schaffen. Was würdest du sagen, was für Menschen hast du da getroffen? Würdest du sagen, 50 Kilometer, das kann wirklich jeder schaffen mit ein bisschen Training? Also Also ich, immer davon ausgehen, dass ja. jemand gesund ist. Ich meine, wenn jemand die Knie total kaputt hat, müssen wir nicht drüber reden. Also wir gehen mal davon aus, ein gesunder Mensch mit ein bisschen Training, so als Ziel vielleicht für den Sommer, für den Herbst. So 50 Kilometer Megamarsch wäre etwas, das eigentlich alle schaffen können. Ja, also meine Erfahrung, meine ganz persönliche und auch die jetzt von meinem Trainingspartner Christian, 25 Kilometer, das funktioniert auf allen Ebenen, das ist ganz easy. Bis Kilometer 35, da musst du mit deinem Körper zurechtkommen, dass er das mitmacht. Und ab Kilometer 35 ist es purer Willen, weil dann fängt es halt an, ja, die Fußsohlen brennen ein bisschen. Die Hüfte brennt vielleicht ein bisschen, der Rücken, der am liebsten am Rechner sitzt, statt aufrecht sich gerade zu bewegen, der beschwert sich. Und da glaube ich, gewinnt halt derjenige, immer vorausgesetzt, du hast keine körperlichen Sachen, die jetzt wirklich im Sinne einer Verletzung oder eines Knorpelschadens dich behindern. Da gewinnt derjenige, der einfach den Willen hat, es durchzuziehen und sich ausreichend ablenkt und belohnt. Und gerade das Thema Belohnung, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges. Wir haben es halt wirklich so gemacht, dass wir uns alle Stunde hier mit irgendwie, wir haben teilweise Stückchen mitgenommen. Wir haben hier um die Ecke so Walnussstückchen mit ordentlich Zucker und Fett. Und wir haben dann, der Christian hatte irgendwann so Blätterteigteilchen gemacht mit Tofu und ich habe uns irgendwann mal Burger gemacht, das haben wir dem anderen jeweils nicht verraten. Und dann jeweils nach einer Stunde, okay, jetzt Belohnungszeit, deine Belohnung, meine Belohnung. Und so kriegt man sich dann halt auch über diese 35 Kilometer Phase hinweg. Und ja, wie gesagt, bis 55 sind wir gekommen, ja, ohne dass wir am nächsten Tag alles bereut hätten. Deshalb bin ich dafür überzeugt, wenn ich 50 schaffe, ich meine, ich wiege 100 Kilo, dann schaffen das auch normalgewichtige Menschen und stecken das weg. Ja, vielleicht auch mit einigen Blessuren. Also wir können schon sagen, wir blicken auf legendäre Blasen zurück. Ich hatte da ein bisschen Last mit Imke auch. Also als sie denn dann im Ziel angekommen ist und ihre Blase gesehen hat, als sie denn dann die Schuhe ausgezogen hat, da war es so, dass klar war, hätte sie die 10 Kilometer vorher gesehen, wäre sie diese 10 Kilometer nicht mehr gelaufen. Also selbst die Sanitäter waren, ich sage jetzt mal, zutiefst beeindruckt und riefen direkt noch ein paar Kollegen, ey, guckt euch das mal an, das ist mal eine Blase. Aber es war wirklich schön. Größte Fehler,
da bin ich gespannt, was bei dir gleich vielleicht nochmal mit dazukommt. Bei diesem Lauf, der organisiert ist, war bei uns definitiv, wir haben viel zu viel mitgenommen. Also gefühlt hatte Madeleine, glaube ich, 10 Stullen geschmiert, die sie eingepackt hat. Wir hatten Riegel mit, wir hatten Obst, wir hatten alles dabei. Und wir sind aber super an jeder Verpflegungsstelle versorgt worden. Es war von allem reichlich da. Also wirklich eine ganz toll organisierte Veranstaltung. Und wir hätten gar nicht so viel mitnehmen müssen. Wobei, und da musste ich gerade schmunzeln, wir auch, wenn wir dann alle 2 Stunden quasi Wasser bekommen haben, wir hatten natürlich, haben unsere Wasserbehältnisse immer wieder aufgefüllt, die hatten wir dabei. Und natürlich kam alle paar Minuten dann trinken, weil es war halt auch sehr heiß. Und naja, und dann sah man, wie alle dann zu ihren Flaschen griffen. Und ja, alle paar Minuten hat irgendjemand dieses Kommando wieder rausgegeben. Und das war dann halt auch schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Aber ich blicke auf Fotos zurück bei dir auf dem Instagram-Account. Ihr habt da auch sehr, sehr viel Spaß gehabt, auch bei den Trainingsläufen. Also ihr seht richtig zufrieden aus. Was wären noch so Tipps, wo du vielleicht sagst, das habt ihr am Anfang vielleicht falsch gemacht, das hätte man besser machen können? Also bei uns war es ganz klar, kann ich nur noch mal sagen, wir hatten viel zu viel dabei. Nee, das ging bei uns tatsächlich. Gut, das Spannende war, mein Rucksack ist ein 15-Liter-Rucksack. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man dann hier nochmal so ein Stückchen vom Bäcker mitbringt oder man macht hier so ein Brötchen mit einer veganen Boulette und ein bisschen Salat. Ich habe sie nicht getragen. Das kam dann in 30-Liter-Rucksack von Christian. Also insofern, ich habe keine Fehler gemacht. Er hat vielleicht den Fehler gemacht, einen Wanderpartner mitzunehmen, der einen zu kleinen Rucksack hat. Das war auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Nee, tatsächlich mit Blasen habe ich auch ordentliche Herausforderungen gehabt, definitiv. Den bin ich aber auch nie beigekommen. Ich habe dann mit allen möglichen Blasenpflastern versucht. Ich habe diese doppelwandigen Socken angezogen. Das hat alles eigentlich nicht geklappt. Und irgendwann musst du die Erkenntnis haben, der Körper ist nicht dafür ausgelegt, in Schuhen zu laufen. Entweder du lässt sie weg und trainierst dir ordentlich dicke Fußsohlen an, oder aber du nimmst die Blasen einfach in Kauf, die kommen irgendwann. Der Vorteil ist natürlich, wenn du zu diesem Zeitpunkt über den Status, dass nur die Fußsohlen wehtun, hinaus bist und der ganze Fuß wehtut, dann spürst du auch die Blasen nicht mehr und dann kannst du es durchziehen. Ja, aber also wir sind ja in der Hochphase sind wir mit 4 Leuten plus Hund unterwegs gewesen. Also der Hund hatte mit Blasen keine Probleme, aber Daniel, der mit uns mitgelaufen war, der hatte, da sind wir mal wirklich, wirklich bei 30 Grad unterwegs gewesen. Der musste abbrechen, weil er dermaßen intensive Blutblasen an der Ferse hatte, dass wirklich gar nichts mehr ging. Aber zu seiner Genugtuung, nein, das wäre falsch ausgedrückt, zu seiner Genugtuung mussten allerdings Christian und ich, wir haben ihn dann, wie sich das so gehört, zurückgelassen. Wir mussten dann, ich glaube 15 Kilometer später, mussten wir auch abbrechen. Und es war ganz, ganz interessant. Wir hatten unser Wasser mit Daniel noch geteilt, weil er sich verkalkuliert hat. Und irgendwie war aber durch die Sonne das Gehirn schon so weit, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind, wir könnten ja unser Wasser jetzt einfach auffüllen, dem wir bar geworden sind. Und so sind wir dann 10 Kilometer bei 30 Grad im Schatten über offenes Feld, ohne dass wir Wasser hatten. Und die mussten wir tatsächlich bei 45 Kilometer dann abbrechen, weil es war dann nichts mehr zu holen bei uns. Kreislauf war völlig unten. Wir haben nur noch gezittert und zwar schlecht. Also da sind wir definitiv übers Ziel hinaus. Aber das Gehirn hat ja vorher schon aufgehört mitzuwandern. Insofern selbst dran schuld. Ja, aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig, da auf Sonnenschutz zu achten. Da habe ich auch einige gesehen auf der Strecke. Wie gesagt, wir waren in Bremen unterwegs, einmal rund um Bremen. Pralle Sonne, teilweise auch wirklich
Wege, die nicht beschattet waren. Das war natürlich sehr, sehr wichtig. Und ja, ausreichend Blasenpflaster dabei haben wäre definitiv auch eine Empfehlung, die ich geben würde. Aber nochmal, wir haben so unterschiedliche Menschen auf der Strecke kennengelernt. Das war sehr spannend, sich mit den Leuten zu unterhalten. Das war für viele, für uns auch, obwohl ich vorher schon mal Marathon und Ultramarathon gelaufen bin, war es eine echte Herausforderung. Auch da kannst du vielleicht gleich noch mal kurz was zu sagen, weil du bist ja nun mal auch Läufer, wo für dich da der Unterschied war. Aber es war eine Herausforderung und das war es für sehr, sehr viele. Und das dann aber geschafft zu haben, ist dann auch wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Nicht nur, dass man trainiert hat und dann hat man es umgesetzt, sondern halt auch wirklich in der Gruppe mit tollen Menschen diesen einen ganz besonderen Tag denn dann auch zu machen. Was war für dich so der große Unterschied zwischen Laufen und Laufveranstaltung und Megamarsch Wandern? Ich glaube, der Punkt ist halt einfach, du bist so wahnsinnig lange unterwegs. Und das wirkt viel stärker. Also ich habe, bis ich im April jetzt mich entschieden habe, ich wandere im letzten Jahr, bin ich einmal im Monat irgendwo zwischen 20 und 25 Kilometer standardmäßig laufen gewesen. Und da habe ich nie Regenerationsbedarfe gespürt. Also so 2-3 Tage später, dann bist du wieder ein Zehner gelaufen und alles in Ordnung. Aber nach so einer Wanderaktion, ja, du bist halt dann keine 2, sondern halt 4 Stunden für dieselbe Strecke unterwegs. Aus irgendwelchen Gründen erhöht sich da der Regenerationsbedarf. Und das habe ich tatsächlich ganz, ganz stark gespürt, bis so sämtliche Gelenke, bis ins Schultergelenk tatsächlich, wieder bereit sind, irgendwas anderes zu machen, außer zu liegen und still zu leiden. Nein, das ist jetzt übertrieben. Da braucht es halt echt ein paar Tage. Also eine Woche habe ich immer einkalkuliert, bis auf dieses eine Mal, und da habe ich unmittelbar die Rechnung bezahlt. Aber sobald der Frühling wieder lockt, werde ich auch mit den Wanderschuhen wieder unterwegs sein. Dann werden wir uns vielleicht irgendwo bei einem Megamarsch wieder treffen. Würde ich mich natürlich riesig freuen. Andreas, haben wir irgendwas, hast du noch irgendwas auf der Agenda, wo du sagst, das müssen wir jetzt noch eben unters Volk bringen, weil sonst würde ich, glaube ich, gemessen an der Zeit jetzt langsam auch zum Ende kommen. Die Leute müssen ja auch die Möglichkeit haben, das binnen ihres Sonntagsfrühstücks sich anschauen zu können. Sonst essen die ja viel zu viel. Das wollen wir ja auch nicht verantworten. Gut. Also ich sag mal, wir sind für einen Brunch gut. Also das könnte man so sagen. Erzählen könnte ich natürlich ganz, ganz viel. Ich glaube, wir hätten auch noch sehr viel auszutauschen. Aber das können wir ja irgendwann mal bei einer 50-Kilometer-Strecke dann im Privaten machen. Vielleicht lassen wir die Kamera dabei laufen. Gucken wir mal. Oder so. Wer weiß, bei all den unterschiedlichen Projekten, die du gemacht hast, und wir haben über Kinderbücher etc. ja noch gar nicht gesprochen, bei all den verschiedenen Sachen, die du machst. Ich weiß nicht, vielleicht wird es irgendwann noch mal die Megasammlung geben, wo dann die Kolumnen 1-Sammlung, Kolumne 2 und 3 denn dann noch mal in der Megasammlung dann rauskommen, wie auch immer. Wenn also irgendetwas ja mega Spannendes passiert, dann werden wir uns einfach nochmal zusammen telefonieren und dann werden wir vielleicht einfach mal eine zweite Folge aufnehmen. Sehr gerne. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Andreas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich habe mich wirklich riesig drauf gefreut und es ist genau so, wie Katrin und Daniel mir gesagt haben, unterhalte dich mit Andreas und du wirst jede Menge Spaß haben, du wirst viele Informationen bekommen. Es ist einfach toll mit ihm und genauso habe ich es wahrgenommen. Vielen, vielen Dank. War mir eine ganz Freude. Herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und euch natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es sonntags morgens um 8 wieder heißt, ganz normal vegan, der vegane Talk hier bei YouTube. In diesem Sinne, alles Liebe, wir sind raus. Ciao.